Jo Leute und willkommen zurück zu NAC 2. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben. Und ja, Freunde, weiter geht es. Ups, Sackgasse. Let's go. Moment mal. Okay, da ist gar nichts. So. Okay, okay, okay. Hier nach oben. Zack. Kurzen Prozess gemacht. Okay, 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 okay. Oh yeah, baby. Jetzt können die Laser uns gar nichts. Unsichtbar. Klarer Kristall. Clever. Wenn du durchsichtig bist, sind Laserstrahlen kein Problem. Na, ja, da hast du recht, Lukas. Eine clevere Idee. Oh, ein Roboter. Yo, fuck. So, komm her. Tschüss. Wow, das alte Flugzeug des Doktors. Meine Relikte. So. Zack. Und zack. Also, was meinst du, wie viel einer dieser Sicherheitsroboter so kosten würde? Überlegst dir wirklich einen zu kaufen? Igitt. Ernsthaft? Zack, das war auf einen Schlag erledigt. Jetzt bist du dran. Und tschüss. Wir sind wieder hier. Ah, guck mal einen an. Hier ist eine Kiste. Thank you.
Nice! Alle Teile für den Energieumwandler gefunden. Wenn die Sonnensteinanzeige voll ist, wandelt dieses Gerät zusätzliche zerstörte Sonnensteine in Reliktenergie um. Nice! Ausrüsten? Natürlich! Sehr cool. Sehr, sehr cool. Nice. Nice, 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 nice. So. Gar kein Problem. Das Unsichtbarkeits-Snack. So. So. Oh, Energie. Ah, hier nach oben. So. Jawohl. Zack. Danke, Nick. Kein Problem. Aha. Punkte. Nice. Fähigkeitspunkt. Sehr schön. Was holen wir uns denn jetzt? Mehr Angriffskraft beim Schlag? Sprungtritt, mehr Angriffskraft? Und der Tritt. Ich würde sagen, ja, doch. Beim Schlag mehr Angriffskraft. Ja, nehmen wir das. Nice. So, weiter geht's. Unsere Ausstellung ist fertig. Cool. Zum Glück haben wir Docs Kram nicht umsonst hergebracht. Deine Entstehungsgeschichte. Nach jahrelangen Studien konnte Dr. Vargas das Geheimnis der Relikte lösen und erschuf ein lebendiges, denkendes Wesen. Das ist echt faszinierend. Ich finde das Ergebnis auch ganz gelungen. Und mein Bereich? Assistent des Doktors? Mehr nicht? Du warst ein guter Assistent. Hätten die nicht mal meinen Namen nennen können? Ohne mich hätte der Doktor nie... Hört ihr das? Kobolde. Gehen wir. Kapitel 5 von 4. Das Ziel der Hochkobolde. Na, Jungs.
Invasion der Stadt war also nur eine Ablenkung. Diese Hochkobolde sind echt clever. Und hier sind die ganzen Gegner, die wir im ersten Teil besiegt haben. Geil. Elektroin erinnert mich an meine letzten Abenteuer mit Mac. Der Doktor hätte bestimmt seine Freude daran. So. Kann man doch nach oben, ey. Sehr, sehr dumm. Das muss hier rein. Und das muss da rein. So. Jetzt geht's auch. Jawohl. Warte mal. Hä? Noch was? Ah, guck mal einer an. Das sind Punkte. Die wollen wir doch nicht vergessen. So. Jetzt aber hier nach oben. Ach, komm an. So. Und so. Ist er das Superhirn hinter dem Vorhaben? Dann denkt er also die alten Waffen auf? Könnte sein. Ah, das war das Richtige.
glaubst du, wonach die Kobolde suchen? Nach irgendwas, das hier ist. Aber was? Kristalle? Wächter? Relikte? Ah, da kann man doch durch. Jawohl. Eine weitere Kiste. Mit einem weiteren Rubin-Relikt. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Yo, Scheiße. Scheiße. Yo, Mann, fuck. Jo, ne. So. Ah, es geht doch, es geht doch, es geht doch, es geht doch. Das kann ich nicht öffnen. Was ist das? Einer der Titanen, von denen Ava erzählt hat. Oder genauer gesagt, sein Kopf. Wow, wir Menschen haben sowas besiegt? Die Kobolde haben nur etwa 10 davon gebaut. Unser Glück, hä? Weißt du noch Avas Geschichte? Man konnte es mit den Titanen nicht direkt aufnehmen. Also hat Marius das Kontrollzentrum ausschalten lassen. Ja, ich erinnere mich. Warum kann ich das nicht öffnen? Und warum kann ich hier nicht lang? Sehr komisch. Na gut. Dann geht's hier lang. Wahrscheinlich erstmal größer werden, oder? Wahrscheinlich. Glaubst du, Ava ist heil bei Sender angekommen? Sie ist tough. Ihr geht es bestimmt gut. Du musst größer werden, um sie zu öffnen. Hier gibt es bestimmt eine Menge Relikte, wenn du danach suchst. Nee, das geht nicht. Ist ja immerhin ein Museum. Okay, dann muss ich doch erst mich erinnern. Weg mit dir, mein Freund. So. So.
Jetzt kann ich es öffnen. Ich musste größer werden. Sehr schön. Sie waren vor uns hier. Alter, yo. So. Puh. Hier geht's weiter. Dann checken wir mal, was hier oben ist. Oh, was haben wir denn da? Neue Fähigkeit. Schockwelle. Du hast einen neuen Supermove erlernt. Schockwelle. Dabei stößt du mit Turm Temporelikte von deinem Körper ab und richtest großflächig viel Schaden an. Okay. Geil. Sehr cool. Let's go. Zack. Wir sind bereit. Sende das Signal. Haben wir nicht was vergessen? Vergib mir. Sende das Signal. Erhabener. Wird gesendet. Unfassbar, dass der Hohe Rat ihn gewählt hat. Ist es da? Ja. Ich hab's. Wunderschön. Was das auch ist, schaltet es aus! Kleine Planänderung, Jungs. Vernichtet es! Können Sie mal herkommen? Die ganzen scheiß Kobolde, ey! Oh, neuer Fähigkeitspunkt. Sprungtritt. Tritt. Holen wir uns den Tritt. Nice. Schnauze, ich komme trotzdem in die Quere. Was haben wir denn hier?
Das Artefakt, das die Kobolde gesucht haben? Beeindruckend. Es erinnert mich an... nichts eigentlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es ist, wie ich dachte. Die Hochkobolde sind tief in die Ereignisse verstrickt. Keine unwichtige Info. Ich glaube, ich habe das erwähnt. Ich verstehe, dass du deinen Spaß mit Ava hast, aber wir müssen das ernst nehmen. Ich nehme das sehr ernst. Die Hochkobolde sind schwer zu finden. Nachdem Marius den Krieg gewonnen hatte, zerstörte er alle ihre Städte. Da ist nur Schutt übrig. Wisst ihr was? Auf dieser Karte in Yuriks Labor gab's noch eine Markierung. Ist das das Kontrollzentrum? Ich würde dir recht geben, aber ich war schon mal dort und da ist nichts. Nicht mal Ruinen. Vorbeischauen schadet nicht. Auf jeden Fall. Das Artefakt. Lucas, die Kobolde müssen etwas über das Objekt wissen. Mit meinem Wissen über Relikte. Doktor, und ich freue mich über Ihr Interesse, aber zuerst muss es beschützt werden. Unser Dorf ist... Verzeihung, Sander. Aber ich mit meiner Laborausrüstung... Ich behalte das noch ein bisschen. Ihr Labor? Kommst du? Das könnte ein Fund von kultureller Bedeutung sein. Es darf nicht seziert werden. In der Wissenschaft geht's nicht nur ums Die Felseinöde. Also, Lucas, du musst das hier alles sehr ernst nehmen. Unfassbar, dass er sowas sagt. Das glaubt der Doktor, was wir die ganze Zeit machen. Offenbar von mir abgelenkt werden. Warum gibst du das Artefakt nicht einfach Xander? Ich kümmere mich später darum. Wie ich gesagt habe, hier gibt's absolut gar nichts. Tja, wir sind hier. Schauen wir uns um. Wenn das Kontrollzentrum hier ist, finden wir es. Also los. Kapitel 6 von 1. Die Suche nach Hinweisen. Freunde, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Mac 2. Ja. Wenn euch der neue Part von Mac 2 gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo. Aktiviert die Glocke. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Mac 2. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.